Wir starteten morgens bei Sonnenschein und fuhren zuerst in den Nebel. Bei Rheinfelden fuhren wir dann auf die Autobahn, welcher wir bis Dagmersellen folgten. So langsam wurde auch das Wetter besser. Landstraße ging es dann weiter, bis nach Schöpfheim, wo wir unsere erste Pause am Bahnhof machten. Allmählich wurde die Landschaft bergiger und die Alpenkurven kamen in Sicht. Eigentlich sollte die Tour über den Gremselpass führen, aber da sah es so aus.
Stattdessen ging es mit dem Zug von Kandersteg unter dem Lötschberg weiter Richtung Simplonpass. Vom Lötschberg fuhren wir runter ins Tal, nach Niedergeldern, wo wir einen Tankstopp einlegten. Weiter durchs Tal, an der Rhone vorbei. Bei Gies ging's dann rauf zum Simplonpass. Auf der Passhöhe gönnten wir uns dann eine kleine Erfrischung, bevor es weiter runter Richtung Italien ging.
Während wir uns in der Schweiz noch mit Temperaturen um die 10 Grad zufrieden geben mussten, stieg das Thermometer in Italien auf über 20 Grad.